Hallo und herzlich willkommen hier auf Gaming Palace 1946 zu einem weiteren Part unserer Trainerkarriere bei der Spielvereinigung Unterhaching. Jo, nach dem letzten Spiel habe ich mich jetzt gerade entschieden, einen Wechsel auf der Torwartposition vorzunehmen. In der Hoffnung, dass das was bringt. Und auch einen Wechsel auf der linken Verteidigerposition vorzunehmen, wie auch Schröter wieder ins Spiel zu lassen. Ja, das ändern wir erstmal so. Das andere kümmere ich mich dann noch drum, was man verändern könnte, müsste, sollte. Erstmal ins Training rein. Ich halte die Tabelle da unten im Auge. Gegner wird Sandhausen sein. Sehe ich jetzt gerade tatsächlich nirgendwo. Was haben wir denn in der Fußballschule rumsitzen? ZOM. Potenzial bis 81. Nee. Nicht ZOM, es war ein ZDM. Okay, das ist auch schon abgelaufen scheinbar. Okay. Die Bissigkeit wollte ich bei so gewissen Personen lesen. Jetzt einfach hoffen, dass wir uns irgendwie aus der Scheiße rausspielen können wir langsam. Moment. Sicher ein Ersatz linker Flügelspieler suchen, aber geben Sie mir die Chance für ihn zu spielen. Ich glaube, ich schaffe das. Mal so. Gucken wir uns mal an, wen wir da haben. Für Kraus auf jeden Fall keine Option in der Startelf. Bin ich absolut sicher. Aber wir werden Hahn mal mitnehmen. Und gegebenenfalls für Gosselin einwechseln. Geht's jetzt rein in die Partie gegen den gegen Sandhausen, SV Sandhausen. Fehlte gerade der Name nicht ein. Liebe Fußballfreunde, ich Es begrüße Sie regnet sehr auch herzlich noch. zu unserem heutigen Spiel. Es ist leider ein ziemlich verregnetes Spiel. Es ist ein nasser Tag. An den Mikrofonen sind Hartwaldstadion. heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Ja, Und bei hart könnte uns das geht es wirklich am heutigen werden. Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Das dürfte ein tolles Spiel werden. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Nicht wir.
Okay, Foulspiel. Er entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Da können Sie erstmal klären. Besa Halimi. Ich glaube, ich habe einen Wechselfehler gemacht. Dennis Linsmeier. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Schöne Bewegung. Dennis Linsmeier. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance. Da ist er alleine durch. Er versucht's, aber nee, der Ball Collison. Geht doch weit vorbei. Er ist auf dem Feld. Hab ich doch dran gedacht. Marc Endres. Es gibt ein Tor aus einer anderen Partie zu vermelden. Ich gebe mal kurz ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für den VfL Bochum. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 6 Minuten. Vielen Dank für die Info. Klar, gibt Einwurf. Besa Halimi. Daniel Keita Ruhl. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Viel mit Auge. Da ist die Chance. Es bleibt gefährlich. Oh, verdammt. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Marlon frei. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Das war knapp. Capoue. Wandowski. Es gibt ein Tor auf einem anderen Platz und damit kurz mal rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den ersten FC Heidenheim. Neuer Spielstand damit 1:0. 16 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für dieses Update. Da kommt der Schuss. Der Ball rutscht über den Spann und dann ist die Chance vorbei. Einen Moment nicht richtig aufgepasst und das wird auf nassem Rasen bestraft. Wäre ein schönes Ding geworden. Daniel Keita Ruhl. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Verdammt. Daniel Keita Ruhl. Schöne Aktion. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Er spielt den Verteidiger aus. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Und noch eine Ecke. Doch nicht. Den Ball kann er abfangen. Verdammt. Besa Halimi. In den freien Raum. Die Chance jetzt. Und da treffen sie das erste Tor heute. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das war eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Einfach klassisch gut ausgekontert. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Jetzt haben sie den Ball wieder. So, wir gehen mal kurz rüber ins Studio. Auf dem anderen Platz ist nämlich ein Tor gefallen. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bochum. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. 34 Minuten sind gespielt. Danke vielmals für dieses interessante Update.
Ja, die Vorwärtsbewegung jetzt. Weiß ich nicht. Stark verteidigt. Warum spielst du auch in die Richtung? Besalimi. Jetzt ist die Kugel weg. Die Defensive steht. Ah, habe ich zu schnell angegriffen. Vielleicht die Konterchance. Was machen Sie draus? Jetzt kann er den Ball reinbringen. Und er schießt. Es bleibt ein enges Spiel. Nur dieses eine Türchen trennt die beiden. Weil ja, sie diese Chance nicht nutzen können. Ja, das wäre es gewesen. Vielleicht waren sie sich ihrer Sache schon zu sicher. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Das sah gut aus. Klasse, schade, dieser Volley, tolle Schusstechnik, am Ende knapp. Alexander Schirov. Besalimi. Da ist jetzt Platz. Uah. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Jetzt vielleicht die Flanke. Und zur Pause. Immerhin. So, jetzt muss ich mich ein bisschen besser anstrengen. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Den Sieg holen. Starker Zweikampf. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Er spielt den Pass auf den Flügel. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Okay, meiner. Gut, da erstmal geklärt. Er macht heute bislang eine gute Partie für dich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Leider macht das Sandhausen echt gut. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Daniel Keita-Ruhl. Und da verlieren sie den Ball. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Nein! Gehen wir mal volles Risiko. Ich wechsle hier sowieso noch mal was um. Damit wir nämlich jetzt die Möglichkeit haben, Levi einwechseln. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein.
Ah, da hat er sich schlimmer wehgetan. Er kann nicht weiterspielen. Und jetzt wird's hektisch da draußen an der Bank. Sie müssen wechseln. Es tut sich was im Parallelspiel, nämlich ein Tor. Deshalb kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Heidenheim. Neuer Spielstand damit, also 3:0. Gespielt sind 60 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Gott, kein das hier interessieren. Eine Gelegenheit werden. Bringt er den Ball rein? Ball läuft gut jetzt. Gute Chance. Der Pass, nichts zu halten hier. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. 2:0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Klasse Aktion, Ball ist weg. Klasse Aktion. Die Bälle auch immer so fliegen, wie sie gerade fliegen. Das ist echt kacke. Das muss es sein. Und er trifft. Renn doch noch schneller. Meine Güte. Ist diese Vorlage. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Buadus. Okay, auf den zweiten Stürmer gehen zu wollen, war eine scheiß Idee. Das könnte gefährlich werden. Den holt er sich mit jedenfalls. Einem guten Tackling. Die Chance jetzt. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Gutes Pressing jetzt. Das gibt einen Einwurf. Sie wechseln meine aus. Fresse. Besalimi. Sie verlieren den Ball. Was macht er draus? Unaufhaltsam. Schöner Pass. Sieg, was macht er draus? Dieses Tor ist natürlich das Ergebnis ihres frühen Störens. Absolut richtig erkannt, Wolf. Sofort der Druck. Das ist der Hahn. Draufgehen. Und dann passieren halt diese Fehler bei diesem extremen Pressing. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Ah, das ist Ballbesitzfußball. Und dann fällt das Tor. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Macht doch noch sein Tor. Dennis Linsmeier. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Auf einem anderen Platz ist ein Tor gefallen. Ich gebe kurz ab ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für den VfL Bochum. Neuer Spielstand damit. Also Heldi, wie ist es denn zu fassen? Ach so. Jetzt die Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da setzt er sich gut durch. Und damit sind sie am Ball. 8 Minuten jetzt noch. Jetzt können sie vielleicht kontern. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Sie bringen den Ball nicht unter Kontrolle und müssen weiter aufpassen. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Da sind Mitspieler frei. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Besalimi. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Oh, viel Platz jetzt. Gute Flanke.
und er trifft. Natürlich muss auch der noch rein. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Eine Minute gibt's oben drauf. Läuft mal einer mit? Wir haben den Schlusspfiff in diesem Spiel. Ach so, wir pfeifen einfach ab. Auch eine Möglichkeit. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff. Ich bin echt ziemlich rat, was wir hier machen sollen. Das hat leider gerade so. Ja, im Endeffekt, am Ende hatten sie Glück. So schlecht waren wir nämlich gar nicht. Am Ende haben wir es verkackt. Ja gut, wir sind immer noch nicht weitergekommen. Damit wird dieses Spiel aber... wird dieser Part aber an dieser Stelle enden. Und wir werden weiter versuchen, den ersten Sieg rauszuholen. Ich weigere mich bisher immer noch, den Schwierigkeitsgrad runterzuschrauben. Das wird schon irgendwie klappen. Aber an dieser Stelle jetzt erstmal danke mich fürs Zusehen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.